Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS19 hier auf der Karte Oberkribach. So, jetzt hier unseren Einkauf mal nach Hause bringen, damit wir das Feld weiter einsehen können. Das eine Feld müsste auch schon fertig sein. Das haben wir ja noch gekalkt, ne? Ich mach festmachen den Kram. So, das sollte halten. Dann können wir die Seemaschinen ja befüllen und können dann den Weizen ausbringen. Denn wir brauchen ja dringend die Weizen. Weizen auch, klar. Noch mal ein bisschen Geld verdienen, ne? Gerade, die Maschine steht da vorne schon, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es den Tieren soweit geht. Nach Bruchei muss ich auch noch mal schauen. Oh, die war ja auch voll, da fehlt jetzt nur noch Dünger, genau. Dann stelle ich die jetzt erstmal hier ab. Und die Palette hier schon mal wieder wegpacken. Ist noch ein bisschen was drin. Oder drauf. Ist denn da auch noch Saatgut hier? Nee, ne? Nee, das sind andere Kartons. Oder Säcke vielmehr. So, dann löse ich mal die Paletten. Das war ein scheiß Winkel jetzt hier. So. Ein bisschen Mineraldünger noch rein. Nee, so kann ich nicht stehen bleiben, das geht nicht. Hilft ja nichts. So rumeiern soll. Oh, rumeiern. So, Moment. Wir werden nie so weiter. Oh, ein Idiot. Also das ist garantiert Bruch, ey. So. Huch. Wenn es nicht war, dann ist es jetzt auf jeden Fall. So, pass auf. Die guten Eier kommen rechts und Bruchei kommt hier hin. Zack. Bald mal verkaufen, ne? So, das sind gute Eier. Die kommen hier hin. So. Okay. Jetzt dann doch dahin, okay. Und die letzte. Ist Bonner immer nur volle Kisten? Ich weiß gar nicht. Ja, du hast so viel Feingefühl. Das ist echt unglaublich. Bam.
Ich guck gerade die Doppelkarte. Katz ist da. Hallo Elsa. Hm. Also ich bin noch mit die ganze Zeit ist draußen. Und ich dann aufnehme. Jetzt machen wir das Fenster auf und dann hört es doch. Und dann will sie unbedingt in den Keller. So, jetzt werden wir schnell auffüllen. Ah, da kratzt den Nack. Jetzt immer. So, die ist schon mal leer. Ob da überhaupt was überbleibt. Ob da jetzt beide voll reingehen. Also, worauf ich mich schon freue, wenn es mal wieder losgeht mit der Hof Bergmann. Aber es hat sich, glaube ich, dauern, ne? Mit der Gabelstellung. Kann man auch wieder mehr von innen fahren einfach. Man sieht, wie die Gabel steht. Ja, guck, da ist noch was über. Das Dünger ist, würde ich sagen, wir machen das zweite Fach dafür. Na, bleib hier. Elsa? Das ist ganz schön ihre Maus. So. Und einmal Saatgut. Das packen wir ganz nach oben. So, der Anhänger muss da hinten weg, dass er nicht hier spurlos rumsteht. Und weißt du was? Das könnte man gerade umbauen und dann lass die da hinten einfach stehen bei den Kartoffeln, die ich dann noch zwischengelagert habe, dass die mal endlich wegkommen. Dann können wir die nämlich bei den Schweinen verfüttern. Da siehst du mal eben die Flanken dran machen. Das geht auf jeden Fall besser. Als wenn wir mit der kleinen Schütte das machen. So. Ja, komm mal her. Das glaube ich, das hilft nichts, YouTube. Ich muss mal. Glaube ich mal kurz mal. Habe ich jetzt. Nicht. Konfigurieren. So. X. Möchte ich kaufen. Schön. Jetzt gemacht. Moment, ich lasse mal ganz kurz raus, okay? Moment.
Kopfhörer und angeschoben. Ach, so. Sorry. Ich könnte es rausschneiden, aber... Wollt ihr das? So, pass auf, die Kartoffeln liegen hier vorne. Da brauchen wir eine Minute länger, okay? Hier. Jetzt packe ich den Anhänger hier schön geschmeidig. Und damit sich dann auch unser Kompaktlader endlich mal lohnt. So. Passt. Normalerweise würde ich jetzt noch vorne den Frontlader abmachen, aber das lassen wir jetzt. Ich denke mal, ich würde man jetzt auch nicht unbedingt machen in der Landwirtschaft, ne? Wenn du jetzt wirklich den, an dem Traktor, der eigentlich jetzt nur noch für die Sämaschine zur Verfügung steht, hat gerade Frontlader dran, dann wird man, glaube ich, von der Zeit her sagen, hey, lass dran den Kram. So, ich muss gerade nochmal einstellen, dass ich damit Gras aus Versehen losfahre. Wir haben gesagt Weizen. So. Nein, fahr doch hier lang. Das Vermehrungsgras sieht ganz schön bunt aus. Da ist der Hucke wieder irgendwo. Da ist er. Was ist hier? Ist das? Vielleicht müssen wir mal irgendwann selber mal ein bisschen Hand anlegen. Könnte ich das nicht selbst machen gerade? Weil ich finde den da eh ein bisschen unnatürlich. Also ich weiß gar nicht, ob ich es hinkriege. Warte mal. Landschaftsbau Stoden. Da ist der Hucke. Ah ne, warte mal. Das geht sowieso nicht. Nee, ich bräuchte dazu mal die Hilfe, wenn wir schon dabei sind. So, komm schon, komm schon. Hilfefenster an. Und wenn du jetzt reinkriegst, dann. Genau, kriegst du mich auch hier ein bisschen die Anleitung. Und wir wollen uns weiter reinzoomen. Kann sein, dass das, weil wir hier damals gebaut haben, dass es dann hier so extrem geworden ist. So, und jetzt ein bisschen... Ah, ich muss auch gucken... Oh, jetzt Traktor geht dann aus. Super. Wie kann ich denn... Modifikationsform ändern? Ach so. Das ist es nicht. Nee, ist auch doof. Nimm mal das runde. Ich probiere es aber mal. Ich hoffe, es geht nicht in die Hose. Okay. Absenken, Viereck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist es jetzt schon amtlich oder gibt es da einen Undo-Button? Also ich werde jetzt gerade nicht mehr experimentieren, was man davon hat. Wir machen das also so, ich gucke mal in der nächsten Folge, dass ich mich mal mit dem Werkzeug aus, ich habe es schon mal gekonnt, nochmal auseinander. Komme ich da überhaupt runter jetzt? Ach du Scheiße. Ach, das ist peinlich.
Plan war schon, es sollte besser werden, ne? Und nicht hier so eine Herausforderung. Ach du Scheiße. Hab ich schon gesagt, ne? Naja. Gut, hier haben wir gepflügt. Hier können wir eigentlich dann auch. Habe ich nicht schon angefangen? Nee. Ach, da drüben hat man ja das eine fertig. Und die Feld 8 ist nämlich noch nicht fertig, oder? Das ist nur gekalkt. Genau, da war ja der Raps drauf. Der vermeintliche Mais. Den er nicht, bis wovon ich spreche, das war eine Folge davor. Und hier. Genau, hier haben wir den Weizen drauf. Was ein Käse. Ich kann mal die Hilfe wieder rausnehmen. So, der macht das hier wunderbar. Dann springen wir mal rüber. Und ich weiß nicht so, ob ich hier für die Zukunft mit dem Ding glücklich bin oder ob wir den nochmal umtauschen. Gegen den mit den Rädern vielleicht doch. Weil dieser Käfig stört mich irgendwie auf dem Hof. Das ist toll im Forst, aber so diese eingeengte Sicht immer. So, wir brauchen die Schaufel. Und dann fahren wir runter zu den Kartoffeln. Ich glaube fast kurz mal rechts rumfahren. Bah, hier ist echt was gemacht, ne? Mit diesem Landschaftsstück da. Aber ich meine, das kannst du ganz fein einstellen sogar. Also das kann ich bestimmt noch retten. Am besten immer da vorher speichern. Da kannst du nochmal zurück. Oder wenn es so einen Undo-Button geben würde, das wäre natürlich klasse. So, mal gut, dass ich hier Ketten drauf habe. Der müsste dann hier locker hochkommen. Sieht auch scheiße aus, ne? Mal abgesehen. Das ist nichts von Natur. Unter erschwerten Bedingungen jetzt hier. So. Ich hoffe natürlich auch, dass hier alles reinpasst. Das sah gar nicht so viel aus. Uiuiui. Genial mit der Palanik-Schraube, ne? So. Na, wird's passen? Du gehst eigentlich nur noch auf 98%. Was soll das?
Knopf, dass ich das nicht da nebenschütte. Nicht mein Tag heute. Ja, wir sollen uns später aufsaugen, wollte ich gerade sagen, wenn der Traktor da ist. Dann auch nicht ein Stück vorfahren einfach. Auch wieder 98. So. Weißt du, was wir hier auch gut hinstellen könnten, mal abgesehen jetzt von Kartoffeln? Die Paletten würden sich hier auch gut machen. Wenn sie nicht nass, ne? Na, jetzt könnte es langsam eng werden. Jupp, passt nichts mehr. Und die Wendigkeit von diesem Teil ist einfach genial. So, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, mit dem Modellieren das übe ich nochmal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank für Daumen, Kommentare. Macht's gut. Ciao, YouTube.